Und ich heiße Sie dazu herzlich willkommen und beginne den Vortrag traditionellerweise mit der Zusammenfassung einer Kurzgeschichte von Johann Peter Hebel, die an und für sich alles enthält, was zum Thema von ärztlicher, gesundheitlicher Seite zu sagen ist, und zwar in einer erstaunlichen Einfachheit. Nebenbei gesagt, ich finde den Humor von dem Herrn Hebel auch sehr wohltuend, zum Teil sehr spitzfindig, aber einfach ja, so auf unsere menschlichen Eigenheiten finde ich sehr schön eingehend. Es geht von einem reichen Amsterdamer Mann, und da wird schon im ersten Satz gesagt, ja, die Reichen, die haben allerlei Lasten und Krankheiten auszustehen, von denen Gottlob der arme Mann nichts weiß, denn es gibt Krankheiten, die nicht in der Luft stecken, sondern in den vollen Schüsseln und Gläsern und in den weichen Sesseln und seidenen Betten. Und dieser reiche Amsterdamer, den ganzen Vormittag saß er im Lehnsessel und rauchte Tabak und hielt Maulaffen feil zum Fenster hinaus. Obwohl er nichts tat, aß er aber doch zu Mittag wie ein Scheunendrescher. Und den ganzen Nachmittag aß und trank er ebenfalls etwas Kaltes, etwas Warmes, ohne Hunger, aus lauter Langeweile. Und dann war er am Abend so müde, als wenn er den ganzen Tag Steine abgeladen oder Holz gespalten hätte. Und er ist dann immer kränker geworden. Und ein Phänomen, das wir heute bei vielen haben, es ist nichts Richtiges gefunden worden an Krankheit. Und er hat die Medikamente auch immer sehr schnell gewechselt und ja, dann wieder so spitzfindig. Er schluckte ganze Feuereimer voll Mixturen und Schaufeln voll Pulver und Pillen wie Enteneier so groß. Und man nannte ihn zuletzt scherzweise die zweibeinige Apotheke. Also das Phänomen gibt es heute oft. Und es gibt auch, ich habe schon oft das Phänomen erlebt, dass keine richtige Diagnose gestellt werden konnte mit den herkömmlichen Mitteln. Und dann hat er von einem berühmten Arzt gehört, 100 Stunden weit weg, der sei so geschickt, dass er die Kranken nur durch Anschauen gesund mache. Er hat den Arzt herbestellt und der Arzt hat das aber sehr bald durchschaut. Das war wohl ein in Amsterdam bekannter Mann, der Patient. Und der Arzt in der Ferne hat sich gedacht, wart, ich will dich bald kuriert haben. Schrieb ihm dann, guter Freund, ihr habt einen schlimmen Umstand, doch wird euch zu helfen sein, wenn ihr folgen wollt. Ihr habt ein böses Tier im Bauch, einen Lindwurm mit 7 Mäulern. Mit dem Drachen will ich selber reden, ihr müsst zu mir kommen. Ihr dürft aber nicht fahren mit der Kutsche oder auf dem Rösslein reiten, sondern auf des Schusters Rappen. Sonst schüttelt ihr den Lindwurm und er beißt euch die Eingeweide ab. Also der hat da mit einer Bildsprache sehr schön quasi vermittelt, worum es geht. Beweg dich. Ne? Beweg dich. Und dann noch eine Diät dazu. Zweimal des Tages ein Teller voll Gemüse, ein Bratwürstlein, ein kleines hat er dazu essen dürfen. Und was ihr mehr esset, davon wird nur der Lindwurm größer, als dass er euch die Leber erdrückt. Und dann hat euch der Schneider nimmer viel anzumessen, aber der Schreiner. Sie verstehen. Dies ist mein Rat, und wenn ihr mir nicht folgt, so hört ihr im anderen Frühjahr den Kuckuck nimmer schreien. Tut, was ihr wollt. Ja, der Reiche hat sich aufgemacht, brav und folgsam. Und die Geschichte, wie das beschrieben wird. Den ersten Tag ging es so langsam, dass wohl eine Schnecke hätte sein Vorreiter sein können. Und wer ihn grüßte, dem dankte er nicht. Und wo ein Würmlein auf der Erde kroch, das zertrat er. Aber schon am zweiten und am dritten Morgen kam es ihm so vor, als wenn die Vögel schon lange nimmer so lieblich gesungen hätten wie heute. Und alle Leute, die ihm begegneten, sahen so freundlich aus.
Und er auch, und alle Morgen war es schöner und er ging leichter und munterer dahin. Ja, und zum Schluss ist er dann beim Arzt angekommen und stand dann peinlich berührt vor ihm und hat gesagt, ja, jetzt sind die Beschwerden weg. Ich hab nichts mehr vorzuweisen. Und dann hat der Arzt geantwortet, euch hat ein guter Geist geraten, dass ihr meinem Rat gefolgt habt. Der Lindwurm ist jetzt abgestanden, aber ihr habt noch Eier im Leib. Deswegen müsst ihr wieder zu Fuß heimgehen, daheim fleißig Holz sägen und diese Beibemerkung, es muss ja niemand sehen. Es steht ja euch nicht zu vom Stand, aber sägt trotzdem Holz. Lasst euch halt nicht dabei dann sehen. Und esst nicht mehr, als euch der Hunger ermahnt, damit die Eier nicht ausschlüpfen. Und dann könnt ihr ein alter Mann werden. Und dann hat's der Mann, der Patient wohl so gemacht, wie es von China überliefert ist. Ne? Er hat dem hilfreichen Arzt aufgrund dieses lebensrettenden und veränderten Rates dann quasi so eine Art Jahresrente, also als Dank eine fortlaufende Zahlung bis in sein letztes Lebensjahr gegeben, ne? Und sei 87 geworden. Und in dieser Zeit bis 87 wie ein Fisch im Wasser so gesund. Also in China heißt es, in der traditionellen Medizin seien die Ärzte von den Gesunden bezahlt worden. Und je kränker sie wurden, umso mehr wurde, sei die Zahlung eingestellt worden. Ja, so viel jetzt mal zu dieser Geschichte, die an und für sich die wesentlichen Kerndinge von einer Reinigung auch anspricht. Und hier habe ich ein Schälchen mit Sand. Ich lade sie einmal einfach reinzugreifen. Spreesand. Und mal geschichtlich. Ich habe ja den meisten Teil des Studiums Anfang der 80er Jahre gemacht und mich da schon mit Fasten befasst und bin auch in einer Heilfastenklinik gewesen und habe auch mitgekriegt als Rückmeldung da vor allem von dem einen Chef, wir Fastenärzte werden verlacht. Wir werden verspottet und es wird nicht für voll genommen, dass Menschen genauso Sand im Getriebe ansammeln, wie ein Automotor verschmutzen kann, wie eine Wohnung entsprechend, wie ein Garten in Unordnung geraten kann. Nur beim Menschen, da wird immer noch in der Schulmedizin die Hand vor Augen gehalten vor diesem Phänomen. Einfach der, wie soll ich sagen, inneren Verunreinigung, Verschlackung. Und dementsprechend natürlich dann auch in der Konsequenz daraus, die mit dem Fasten oder mit anderen Reinigungsmaßnahmen oder Reinigungskuren gezogen werden kann. Und relativ kurze Zeit später schon, 5 Jahre, da hat dann interessanterweise ein Professor, den hatte ich im Studium, der hat uns Gewebelehre beigebracht und ist dann in eine ganz andere Gegend gegangen und auch in ein ganz anderes Fachgebiet. Und der hat das erste Fachbuch in der herkömmlichen Medizin über Verschlackung rausgebracht und hat handfeste Beweise dafür geliefert, anhand von vielen Studien an den Forschungsuniversitäten in den normalen medizinischen Zentren, dass es auch wirklich die Eiweißverschlackung gibt. Und das sind dann die Art der Eiweiße und auch die mikroskopischen Strukturen nachgewiesen worden. Und ich zeige Ihnen noch im einführenden Teil einige Bilder. In Russland ist in den 20er Jahren, im 20. Jahrhundert, das auch schon nachgewiesen gewesen. Also das ist eine lange bekannte Tatsache und ich sage es
Mit zweierlei Absicht. Erstens mal, um wirklich eine Hand in diese Wunde der herkömmlichen Medizin zu legen, um mit dazu zu helfen, dass da vorwärts gemacht wird. Ne? Und auf der anderen Seite, um auch die Geduld von Ihnen mit anzusprechen, von uns allen, weil es gibt auch in der herkömmlichen Medizin etliche, die da offen sind und die da an der Weiterentwicklung auch von dem Wissen dort sind und die nicht nur eine stumpfsinnige Antimedizin machen. Ne? Weil Antimedizin, das ist wie, wenn Sie jetzt nach Haus fahren und das Öldrucklämpchen leuchtet, ne? Und dann halten Sie an und schrauben es aus und fahren dann genauso weiter, aber machen nichts. Ich meine, was ist das? Wer macht das? Ne? Das macht niemand, der nur ein bisschen Ahnung vom Auto hat. Aber bei den Menschen ist es Standard, ist es herkömmliche Therapie, das ist zum Haare raufen. Ne? Mindestens über weite Strecken. Ich will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber die Liste an Antimitteln, die ist so sehr lang, von der Decke bis ungefähr einen Fußbreit über den Boden. Und dann kommen noch ein paar Therapien, die wirklich ans Ursächliche gehen. Und ein Name, der in Bezug auf Reinigung des Organismus oben an wichtig ist, das ist Dr. Meyer. Und Dr. Meyer hat das Schlüsselorgan, Organsystem der Verdauungsorgane, durch seine Forschungsarbeit und auch durch die Erfahrung in der Therapie sehr in die Aufmerksamkeit gerückt in unserer westlichen Welt. Dass der Darm wirklich eine Schlüsselrolle, deswegen halte ich auch einen eigenen Vortrag, der Bauch eine Wiege der Gesundheit, dass Magen und Darm wirklich eine Schlüsselrolle einnehmen in langfristiger Gesundheit. Aber auf der anderen Seite auch nicht für sich allein stehen. Deswegen, wenn Empfehlungen, Sie werden es dann nachher auch in der Gesamtheit mitkriegen, steht auch genauso die Bewegung in ihrer Wichtigkeit zu einer funktionierenden Reinigung und Entschlackungskur mit im Vordergrund. Ne? Plus, dass die Bewegung jetzt nicht nur eine Verbesserung vom Kreislauf allgemein, sondern sehr stark eine Verbesserung der Durchblutung, wenn es eine sinnvolle Art der Bewegung, jetzt keine zu anstrengende Bewegung ist, eine Verbesserung der Durchblutung und Funktion vom Verdauungssystem bewirkt. Deswegen gehört in der Reinigungskur genügend an erquicklichen und durchblutungsfördernden, sauerstofffördernden Spaziergängen mit dazu. Nächstes Bild. So bin ich auf die ganze Sache gekommen. Solche Bilder habe ich gesehen in dem Buch, was ich einfach interessehalber durchgeblättert habe und bin dann dran hängen geblieben, trotz der Hürde, dass ich da erstmal von Semmeln und Milch gelesen habe, die da kurmäßig gegessen werden sollten und ich fand das dermaßen abstoßend. Weißmehlsemmeln auch noch, ne? Und habe es aber trotzdem ausprobiert und habe gemerkt, wie scharf dieses Messer ist, wie gut sich damit. Meine erste Patientin, das war wirklich auch mindestens in den ersten Jahren meine größte Herausforderung, die war so schwer migränekrank, die hat an 5 von 7 Tagen, hat sie sich nur noch gewünscht, tot zu sein. Ne? So schlimm seien die Schmerzen gewesen. Und so hat sie ausgesehen, wirklich wie so ein Vogel, der gegen die Scheibe geflogen ist und die Flügel aber dermaßen weit runterhängen gelassen hat. Und wir haben die Herausforderung angenommen und sie hat ein halbes Jahr Meierkur gemacht, also jetzt nicht streng, mit Milch und Semmel. Die Phase war etwa 4 Wochen und dann hat sie milde Ableitungsdiät in
zunehmender Lockerheit gemacht, aber das ist immer noch Disziplin genug. Und nach einem halben Jahr war sie so beieinander, dass sie gesagt hat, naja, jetzt fühle ich mich wieder als Mensch, jetzt ist es für mich wieder gut, dass ich lebe. Ne? Jetzt kann ich wieder die Schönheit der Natur, die Begegnungen mit anderen Menschen genießen und muss nicht am einen Tag schon wieder Angst vor einem Migräneanfall vom nächsten Tag haben. Ja, und bei diesen Menschen auf dem Bild, das will ich jetzt gerade noch sagen, da fehlt ja auch die ganz unterschiedliche Haltung und natürlich auch die unterschiedliche Bauchform auf. Und das alles hat mit dem Sand im Getriebe zu tun. Nächstes Bild. Hier die Zunahme der Symptomatik, äußerlich sehr stark sichtbar, immer mehr Bauchauftreibung in diesem Fall und Haltungsverkrümmung, aber das kann genauso bei schlanken Menschen so sein, dass die immer mehr wie ein Fragezeichen aussehen und von Gewebe immer grauer, grünlicher, eingefallener. Also Verschlackung heißt nicht dick werden, Verschlackung kann auch heißen krumm werden, eingefallen werden. Das ist der andere Weg. Und in dem Fall nächstes Bild, da sehen wir, wie so eine Aufgabe auch lange währen kann. Und das rechte Bild und das linke Bild, soweit ich weiß, ist da ein Abstand von 3 oder 4 Jahren. Ne? Und die Frau hat einige Kuren gebraucht, einige intensive Kuren, um so weit zu kommen. Aber auf der anderen Seite ist sie auch erheblich dadurch weit gekommen. Nächstes Bild. Dann, ich bin ja früher ein großer praktizierender Kulturfreund gewesen. Ich habe es immer noch gern, aber habe einfach andere Schwerpunkte, die mir wichtiger sind. Und da hatte ich eine wunderbare Führung in einer Nürnberger Kirche. Das ist Verschlackung künstlerisch dargestellt. Ne? Außen hui, von vorne und von hinten gesehen, mit Geschwüren und Schlangen und Würmern und zerfressen und verfault, wird die Figur da dargestellt. Und wo es herkommt, fangen wir erstmal so an. Es ist ja in sehr vieler Munde und auch wird in den Medien immer mehr und erfreulicherweise auch oft immer korrekter verbreitet. Es ist tatsächlich so, dass in unseren Därmen, auch schon im Magen, eine Fuselgärung, also eine verkehrte Gärung, nicht die wünschenswerte Milchsäure stattfinden kann oder auch an manchen Strecken eine Fäulnis. Und dass diese Giftstoffe, die dabei entstehen, eine Zeit lang abgewehrt werden können, dass sie nicht ins Blut gehen, aber dann ins Blut dringen und ins Gewebe verteilt werden und immer mehr den Organismus quasi verbacken, verkleben, verkrusten können. Und ein häufiger Grund ist, wenn der Darm ist, ja, nächstes Bild, wie ein Flokati-Teppich. Der hat eine riesen Oberfläche. Wie dieses Zimmer, wie die Praxis. Was meinen Sie? Oder wer weiß es? Wie ein Fußballfeld so groß, wird gesagt. Wenn man die ganzen Zotten, also quasi Zäpfchen, die da in die Darmlichtung hineinstehen, ausbreiten würde. Na, weil so eine große Fläche notwendig ist, um wirklich eine sinnvolle Trennung, Aufteilung der Nährstoffe und Aufnahme der Nährstoffe aus der Nahrung zu machen. Und
Unser Zivilisationsproblem der Darmträgheit, wie Dr. Meyer es nennt, was nicht heißt, dass nicht jeden Tag eine Darmausscheidung wäre. Nee, Trägheit im Inneren, Trägheit im Zerspalten und Aufnehmen der Nährstoffe. Ne? Das meint er mit Darmträgheit. Das Problem bei dieser Darmträgheit, nochmal voriges Bild, ist, dass dann wandständig an immer größeren Strecken im Darm Material kleben bleiben kann auf entzündlicher Schleimhaut. Das heißt, es fällt immer mehr Verdauungsfläche im Darm aus. Und deswegen haben wir auch das Phänomen, dass manche essen können wie ein Scheunendrescher, aber sie können das nicht umsetzen. Ne? Das meiste ist verkleistert und da wird halt dann durch Masse das Ganze kompensiert, dass dann doch noch genügend von den Nährstoffen und Vitaminen und Mineralstoffen ankommt. Ne? Also Darmreinigung heißt auch, und deswegen wird auch bei der Meyer-Kur und auch bei anderen Kuren, bei der Meyer-Kur Bitterwasser mit Bittersalz getrunken und bei Fastenkuren oftmals auch Glaubersalz, entweder am Anfang oder manchmal auch mehrmals während der Fastenkur. Und dadurch wird erreicht, durch das tägliche Trinken der Bittersalz, der relativ wenig in der Konzentration, wo weder, also quasi in der Konzentration, die neutral ist wie Meerwasser, ne? Dass weder jetzt Wasser aus dem Körper rausgezogen wird, noch die Bittersalzlösung so dünn ist, dass Wasser davon resorbiert wird. Das trinken wir oben rein, das Bittersalz wird nicht vom Körper aufgenommen und das rinnt unten genauso wieder raus. Und wäscht auf der Passage, und das wird ja täglich gemacht, das Trinken dieser Lösung, den Darm im Laufe der Kur immer mehr sauber. Also das ist eine der Reinigungsverfahren für den Darm. Dann gibt es noch Bauch-Eigenbehandlungen, das sind Übungen, wo mit bestimmter Art von Kontraktion vom Bauch die Därme wie pulsierend unter Druck gesetzt werden, dass sie angeregt werden, sich in ihrer Bewegung zu harmonisieren. Und wenn ein Darm sich immer harmonischer und harmonischer bewegt und an verkrampften Stellen wieder locker lässt und an erschlafften Teilstrecken wieder Spannung aufnimmt, dann kommt mehr und mehr die Selbstreinigung vom Darm wieder in Gang. Und dann gibt es noch die ärztliche Bauchbehandlung nach Meyer. Und da kann dann nochmal gezielt vor allem, entweder ich lasse es, wenn ich selber Meyer-Kur mache, ich lasse es mir auf jeden Fall als Unterstützung, wenn ich es irgendwie machen kann, machen, weil der Erfolg ist einfach schneller und größer und man tut sich auch, also viele tun sich leichter dadurch vom Befinden. Und bei Problempatienten, die mit, also ein besonderes Problem ist, wenn jemand eine chronische Vergiftung hat. Ich hatte mal eine Patientin, die hat mit dioxinverwandten Stoffen, also hochgiftigen Stoffen, die in ihrem Fertighaus drin verarbeitet waren, hat die eine Meyer-Kur bei mir gemacht und da war es ganz wichtig, da mitzuhelfen und da hilft die Bauchbehandlung auch gut dazu, dass diese Stoffe möglichst schnell, wenn sie aus dem Gewebe dann in den Darm kommen, dass der Darm das möglichst schnell auswirft. Ne? Was weg ist, ist weg. Ne? Oder wenn jemand schwer krank ist, da ist die Bauchbehandlung, die ärztliche Bauchbehandlung auch eine gute Unterstützung vom Reinigungs- und Heilungsprozess. Aber jetzt hier nochmal zur Situation im Darm, nächstes Bild. Schematisch aufgezeichnet, also wir haben also hier die Darmlichtung auf der rechten Seite und die Fuselgärungs- und Fäulnisprodukte kommen dann auf und manchmal in die Schleimhaut und da sind die Immunzellnester.
Welches ist das wichtigste aktive Immunorgan im Körper? Das Darmimmunsystem. Weil wir da so in diesem Riesenausmaß mit Fremdstoffen zu tun haben. Da muss wirklich gut aufgepasst werden. Ne? Und wenn da ständig Giftstoffe an sehr vielen Stellen im Darm, ans Immunsystem im Darm kommen, dann wird das Immunsystem durcheinander gebracht. Ne? Also jetzt nur mal kurz, ich gehe da dann in dem Vortrag Bauch näher drauf ein und auch im Vortrag Immunsystem. Aber das ist eine Wiege von Allergie, von chronischen Autoimmunkrankheiten, von vielen, von Entzündungen, Entzündungsneigung, von Krebs auch, weil der Krebs ist ja auch ein Zusammenbruch des Immunsystems in der Beziehung des Bremsen von Zellwachstum durch unsere eigenen Immunzellen. Und die Gärung und die Fäulnis können wir uns so vorstellen, nächstes Bild, dass das ungefähr genauso ist, wie wenn in einem Kompottglas das in der Wärme steht, weil im Bauch ist ja 37 Grad, ne? Wie wenn das Kompott verdirbt oder wie wenn ja, eine Wurst in der Wärme liegt und die fängt dann an zu stinken. Und das kann bei uns im Darm an diesem oder jenem Eck oder auf weite Strecken ganz genauso sein und unsere Gesundheit kaputt machen. Und wir können uns entsprechend behelfen, indem wir dem gegensteuern und wieder zur Ordnung beitragen. Und jetzt die Bilder, von denen ich vorhin geredet habe. Ein gesundes Gewebe, Russland 1927. Und hier ein verschlacktes Gewebe, ungefähr vom Prinzip her dieselben Fotos sind in dem Lehrbuch, das in Ende der 80er Jahre erschienen ist. Ne? Da haben die Deutschen dann endlich nachgezogen. Das ist das Gewebe, das zwischen den Zellen ist und den Kapillaren, den kleinen Blutgefäßen. Ne? Und das ist das Gewebe, wo jeder Nährstoff durch muss und wo jeder Abfallstoff aus der Zelle auch wieder durch muss, um in die Kapillare wieder zu gelangen und dann über die Niere ausgeschieden zu werden. Und wenn dieses Gewebe so zugekleistert ist, in diesem Fall mit Kollagenfasern, aber sicherlich auch hier nicht extra farblich dargestellt mit vielen anderen Stoffen, ne? Aber hier sind eben, weil die Kollagenfasern da schon eine Schlüsselrolle bei der Verschlackung haben. Hier sind die Kollagenfasern dargestellt und das ist ja schon ungefähr so eine Situation jetzt mal in dem Gewebe, wenn wir es mal mit unserer Wohnung vergleichen. Wie würden wir jetzt auf die Idee kommen, aus Küche, aus Wohnzimmer, aus Bad, alles Mögliche im Flur so vollzustellen, dass wir gar nicht mehr durchgehen können, dass wir höchstens noch turnen und hangeln können, um von einem Ende vom Flur zum anderen zu kommen. Ne? Also so können wir das mit der Situation des Gewebes auf dem Bild vergleichen. Noch kurz. Zur chemischen Struktur dieser Schlagstoffe. Vieles sind Säuren. Und das Stichwort Übersäuerung ist ja heute gängig bekannt. Und die Säuren sind ganz normale, wie soll man sagen, wer mit Holz feuert, gefeuert hat, das ist ganz normal, dass da Asche entsteht. Wenn wir Lebensprozesse im Körper haben, es ist ganz normal, dass da Säuren dabei entstehen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass diese Säuren sich nicht an einem Ort, in einem Gelenk zum Beispiel, oder im ganzen Körper insgesamt anstauen sollen. Ne? Sonst haben wir in dem Gelenk einen Gichtanfall oder das Gelenk wird zerfressen von der Säure.
Verschleiß wird es dann genannt, aber in Wirklichkeit würde das Gelenk mit einer normalen Gelenkschmiere, obwohl es etwas schwach gebaut ist, 90 Jahre halten. Aber wenn dann Säure natürlich in hohem Maße in der Gelenkschmiere ist und das Gelenk ist schwach gebaut, dann ist es nach 40 Jahren möglicherweise kaputt. Und die wichtigste andere chemische Sorte von Schlagstoffen, das sind die Eiweiß-Kohlehydrat-Verbindungen. Und es ist wirklich so, dass diese, also bei uns im Westen, das hat in den 60er Jahren angefangen, dass auf einmal viel mehr Fleisch und auch zu viel günstigeren Preisen Fleisch erhältlich gewesen ist. Und das, wie sollte ich sagen, auch wir in der Familie, wir haben zum Teil Fleisch gefressen. Es war wirklich, es hat schon gut geschmeckt, aber es war ungesund. Und dann hat es 20 Jahre gedauert und dann ist endlich mehr und mehr bekannt und auch publik gemacht worden, dass das ungesund ist in diesem Ausmaß. Und jetzt gibt es zwar immer noch die Restaurants, die damit werben, dass ihre Schnitzel oder ihre Steaks einen Pfund wiegen oder den Teller an sämtlichen Stellen überragen und solche Sachen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viel, viel mehr Bewusstsein in dieser Hinsicht. Ein wichtiger Teil der Verschlackung von stofflicher Seite her, das sind heute die Giftstoffe. Also das ist wirklich ein Problem, wenn jemand mit einer schwereren Vergiftung, auch Metall, Schwermetallvergiftung, auch was mit dem Zahnbereich auch oft zu tun hat, Quecksilbervergiftung, aber auch andere Schwermetalle. Da heißt es einfach sensibel vorgehen bei der Reinigungskur. Je schwerer jemand vergiftet ist, desto milder und länger soll so eine Kur sein. Ich sage nachher noch ein Beispiel. Nächstes Bild. Also hier veranschaulicht bei den verschiedenen Gesichtern. Der eine Weg der Verschlackung, das ist das Auseinandergehen. Jetzt nicht nur mehr Fett, sondern auch die Orangenhaut, wo das Gewebe flüssigkeitshaltiger wird. Und die Flüssigkeit hat da die Wirkung, dass sie die Schlagstoffe, die zum Teil, wenn es Säuren vor allem sind, aggressiv aufs Gewebe wirken, verdünnt. Ne? Wenn der Salat zu sauer ist, wenn zu viel Essig drin ist, was machen wir? Ein bisschen abgießen und mit Wasser verdünnen. Ne? Und dann geht's. Und so macht das Gewebe das auch. Ne? Und deswegen kann dann sowas rauskommen, obwohl da gar nicht so viel Fett im Gewebe ist. Ne? Das ist einfach mehr aufgeschwemmt. Aber das andere ist dann auch das Einfallen und hutzlig werden und dann das Gewebe wird müde, hängt mehr. Das ist die andere Schiene. Nächstes Bild, da sehen wir es mit Bauch und Rücken. Bauch wird kleiner, Haltung aufrechter. Und hier, die Dame dürfte gar nicht so viel unterschiedlich wiegen. Aber die Situation im Bauch hat sich nach der Kur dermaßen harmonisiert und auch die Haltung dermaßen verbessert. Und der Gesundheitszustand muss deutlich besser sein. Also wenn es so jemand nach einer Meierkur nicht besser geht, das gibt es fast gar nicht. Das ist das Schöne dabei. Der Nachteil ist, ich sag's gleich, es kann viel Disziplin erfordern, es kann manchmal anstrengend sein. Bei meiner zweiten Meierkur, wir machen das zur Ausbildung und wir haben es streng gemacht mit Milch und Semmel
Und das sind 2 Semmeln am Tag und insgesamt die Menge Milch, weil die Semmel wird in kleinen Bissen, die ist zäh wie eine Schuhsohle, altbacken. Und jeder Bissen 50 Mal gekaut und zu diesem Brei dann ein gestrichener Teelöffel Milch noch in den Mund genommen und dann nochmal 20 Mal im Mund gewälzt und dann erst geschluckt. Und das zieht so richtig den Abfall aus dem Gewebe raus. Und wenn der ins Blut kommt, ne? Also ich bin, damit wir es gut veranschaulichen können, wenn man jetzt einen Weg nimmt von der Spree unten hoch zur Stadt, die Hälfte, so ungefähr war der Weg von der Steigung her. Ich bin mir vorgekommen wie 90. Und das war vor 20 Jahren, wo ich das gemacht habe. Oder, ja, vor 20 Jahren. Ach, das war wirklich, wenn da die Säuren rauskommen und noch erheblich Fäulnis da ist, das kann wirklich ein Gefühl machen, wie wenn wir ein Hering in Aspik sind und er will jetzt da sich wieder rausbewegen. Das ist alles zäh, zäh, zäh. Aber wenn es dann geregelt ist, wenn die Wirkung sich dann zeigt, das ist oft wunderschön. Und das beziehe ich jetzt nicht speziell auf die Meierkur, sondern das beziehe ich jetzt insgesamt, wenn wir Acht drauf geben, auf das Thema Reinigung, auch auf gesunde Lebensweise. Es gibt keine Diagnosebeschränkung. Ne? Das heißt, jegliches gesundheitliches Phänomen ist bei uns mindestens ein Stück weit ansprechbar. Ich meine, wenn was komplett fehlt, wenn die Bauchspeicheldrüse so geschädigt ist, dass die insulinbildenden Zellen einfach kaputt sind, na gut, da brauchen wir Insulin. Aber trotzdem, bei einem gut gereinigten Organismus lässt sich auch da, wo wir unbedingt die schulmedizinische Hilfe brauchen, der Diabetes leichter einstellen. Weil die andere Regulation einfacher geht, weil das ist wie, wenn in einem Organismus die Rädchen alle gut geschmiert sind und aufeinander abgestimmt. Egal wo es fehlt, auch wenn wir eine Verletzung haben, bei einem gereinigten Organismus heilt die Verletzung viel schneller oder die Operation wird viel einfacher vertragen. Also insofern, das ist das Wunderschöne an dem Thema und ich empfehle Ihnen, ich habe es jetzt nicht dabei, ich empfehle Ihnen mit Nachdruck die Darmreinigung nach F.X. Meyer von Rauch. So heißt das Buch bedauerlicherweise, es sollte viel besser heißen Gesamtgesundheit und Darmgesundheit und was noch drumherum an Wichtigem über Bau und Funktion von unserem Körper an Allgemeinwissen wichtig ist. Also so sollte die Darmreinigung nimmt in dem Buch etwa ein Drittel vom Volumen ein und das andere, die anderen 2 Drittel, das ist ganz wichtiges Grundlagenwissen. Ich meine, da steht auch vieles davon drin, aber das andere, die Darmreinigung, da habe ich es meinem Geschmack nach besser aufbereitet. Es bleibt immer noch, obwohl es schon, ich weiß nicht, über 50 Jahre, glaube ich, alt ist. Es ist immer noch das geniale Werk, das bisher noch niemand so von der Zusammenstellung der Fakten erreicht hat, das auch so darzustellen. Es ist einfach so, ich meine, das sage ich auch bewusst in so gut wie jedem Vortrag, wenn es um Informationen und um medizinisch wichtige Dinge oder überhaupt wichtige Lebensdinge geht, das ganz Wesentliche, das war vor 100 Jahren genauso, das war vor 1000 Jahren genauso. Und es gibt heute geniale Menschen, die es wieder in andere Worte fassen, die heutzutage leichter begreiflich sind. Aber die Grundlebensweisheiten, die ändern sich nicht. Ne? Und wir können nur immer wieder achtsam sein, um das, was für uns wichtig ist, immer wieder auch neu zu erfahren, sodass wir es so begreifen können, wie es uns jetzt hilfreich ist. Aber die Heilkraft des Wassers,
so wie es Kneipp auch genutzt hat und wie es auch in einer Reinigungskur, eine Kneippabwaschung gehört auch zu einer Reinigungskur dazu. Weil das so eine gute Organanregung ist, Durchblutungsanregung, Anregung zu tieferem Durchatmen. Einfach ein Waschlappen, eiskaltes Wasser und sich ganz schnell abgerieben und dann geguckt, möglichst mit Bewegung, wieder gut warm zu werden und sich vorsichtig rantasten, sich nicht unterkühlen. Das meiste habe ich übertrieben. Ich bin dann im Winter dann in gerade zufrierenden See reingegangen, Tag für Tag. Das ist für meine Konstitution sehr heftig. Ich habe nicht so eine Bärenkonstitution. Das kann dann, vor allem wenn wir es langfristig machen, Probleme mit dem Hormonhaushalt geben, weil das peitscht dermaßen die Hormondrüsen an und das kann in die verkehrte Richtung gehen. Einfach in die Erschöpfung dann rein. Aber nee, es gibt den Spruch, kleine Reize fachen die Lebenstätigkeit an. Und das ist das, was wir mit der Kneipperwaschung wollen. So einen kleinen Stupfer, dass immer besser der Wärmeorganismus sich trainiert und mal in landläufiger Sprache wir dadurch genügend abgehärtet sind. Nächstes Bild. Dann nehmen wir doch jetzt uns mal die Praxis vor und anhand von den Prinzipien, die Meyer benannt hat, was zu einer erfolgreichen Reinigungsbehandlung gehört, können wir das im Grunde auf sämtliche anderen Reinigungsmaßnahmen, Kuren, die aus anderen Ecken kommen, genauso übertragen. Ich finde es eine sehr schöne, sehr klare Einteilung mit den drei Heilprinzipien der Schonung, der Säuberung und der Schulung. Egal, was wir machen, und wir können auch eine Fastenkur machen oder eine Schrotkur oder eine Kneippkur. Ein Grundgesetz der Heilung ist, Paradebeispiel ist, wenn wir eine Verletzung oder gar einen Knochenbruch haben, dass eine gewisse Schonung wichtig ist. Dass es sich nicht verträgt, das war auch ziemlich am Anfang von meiner Naturheilarztpraxis. Da habe ich eine Patientin gehabt, da habe ich zu spät reagiert auf ihre Dynamik. Die hat ziemlich intensiv Meierkur gemacht und hat da daneben noch alles Mögliche an Verantwortung übernommen und eine Hochzeit mit ausgerichtet und dies und jenes und noch hunderte von Kilometer Wegstrecken zurückgelegt. Und ich habe nicht Stopp gesagt. Und das war dann eine von den Zweien, die dann hinterher in der Stadt rum erzählt haben, ja, die Meierkur, die kannst du vergessen, die hilft ja nichts. Ja, kein Wunder. Ja, ich kann nicht gleichzeitig diesen Praxisraum renovieren und da die Maler haben und die Farbkübel und da wird umeinander gespritzt und so weiter und kann da Praxisarbeit machen. Ja. Liegen die Patienten auf der Liege und auf einmal kommt ein Klatschen Farbe von der Farbrolle runter, das geht einfach nicht. Und genauso funktioniert eine Meierkur nicht, wenn wir nicht ein gewisses Maß, und das ist für unterschiedliche Menschen unterschiedlich, ein gewisses Maß an Schonung einhalten. Ne? Und manche können gut zur Arbeit gehen währenddessen und manche können gut halbtags. Und manche müssen völlig daheim bleiben. Aber was für jeden schlecht ist,
wenn eine Meierkur gerade zu einer Zeit stattfindet, wo in der Arbeit Notstand ist, wo Kollege oder Kollegin ausgefallen ist, besonders schwierige Aufträge, nervenaufreibend, zeitintensiv. Das ist nicht die Zeit der Meierkur. Nächstes Bild. Um es einfach zu verdeutlichen, wie, jetzt mal in ein Bild gefasst, das Leben von vielen Menschen zum Teil langstreckig aussieht, ein richtiges Durcheinander. Mir ist dann noch der Spiritus mal ausgelaufen, ausgerechnet auf diese Folie, und dann hat sie noch viel chaotischer danach ausgesehen, so wie jetzt. Termindruck. 2, 3 Anrufe gleichzeitig. Und. Der größte Stress ist der, wo wir nicht direkt eine Antwort darauf finden können. Straßenverkehr. Parkplatzsuche. Es gibt ein wunderschönes Buch. Also wer es ironisch mag, Bernhard Ludwig, Anleitung zum Herzinfarkt, der dreht es gerade um, der sagt, jetzt bewusst umgekehrt, der sagt, wer einen Herzinfarkt haben möchte, soll dieses Buch kaufen und dann so machen, wie es in dem Buch steht, und dann ist die Chance gut. Ne? Und dann hat er so beschrieben, eine Parkplatzsuche, wenn dann einer vor dir rein fährt in den freien Parkplatz, dann ärgere dich so, dass du wirklich merkst, wie dir der Kamm schwillt und das Herz mehr pocht, und dann machst du das richtig, richtig gut. Und das ist schon mal das oft genug wiederholen, und auf die Art und Weise schreibt er. Also ich habe mich gekugelt vor Lachen. Weil ich meine, kann schon sein, dass der eine die andere sich dann selber wiedererkennt. Eieiei. Und ich habe mich sicher über solche Dinge oft genug aufgeregt. Nächstes Bild. Nehmen wir mal die Säuberung. Also Schonung eins noch. Meierkur. Geschont wird ja auch der Darm. Und zwar am Beispiel der Milch und der Semmel ist es am eindeutigsten. Da bleibt so gut wie nichts übrig. Ne? Die Weißmehlsemmel hat keine Ballaststoffe. Ne? Wird quasi völlig verdaut, und die Milch genauso. Ein ganz kleines bisschen bleibt da noch übrig, was zum Kot werden kann. Und wenn wir es auf diese Art und Weise so wenig, so stark eingespeichert essen, da wird es auch ganz einfach und ganz schnell verdaut. Und dadurch wird die Kraft freigemacht für die Heilungsvorgänge. Das ist der Schlüssel der Meierkur. Das habe ich am Anfang, wo ich davon gehört habe, nicht verstanden. Aber das dann jahrelang zu erleben. Herr Dr. Meier war in einem Lazarett im Ersten Weltkrieg und hat dann mitgekriegt, wie erstaunlicherweise, manchmal hatten sie bloß ein paar Brotrinden und vielleicht noch eine Kohlsuppe, und dann haben die da rumgekieft und rumgekaut. Die Patienten sind dermaßen schnell geheilt, viel schneller als in einer Tuberkuloseklinik, wo dermaßen viel an Wurst und Fleisch auch und Milchprodukten serviert worden ist. Nee, eine ganz karge Kost. Und die mussten sie kauen. Und die sind dermaßen schnell gesund geworden. Hat sich gewundert, und später hat er es dann verstanden. Dann die Säuberung. Bei einer Reinigungsbehandlung ist die Säuberung natürlich ein ganz wichtiger Teil, und die Säuberung, die passiert auf mehreren Ebenen. Auf der Ebene der Ernährung ganz einfach, indem man mal das, was schädlich ist und was belastet,
ganz weglassen oder sehr stark runterschrauben. Zu einer guten Säuberung gehört Flüssigkeit dazu. Und zwar blankes Wasser oder ein Tee, der so ein bisschen nach was schmeckt, aber eben nicht in irgendeiner Art und Weise manipulieren soll. Wir können auch helfen, dass die Haut bei der Säuberung mithilft. Sauna ist eine ganz prima Sache. Aber mild. Unten sitzen, kürzer reingehen und eventuell nur einen Durchgang. Bürsten und eben die Kneippabreibung. Die Atmungsanregung, wichtig, die reinigende Wirkung des Sauerstoffs, vor allem der frischen Luft. Und dann kann noch nachgeholfen werden bei der Reinigung. Also es gibt verschiedene gute Massagen. Beim einen ist etwas typenabhängig. Beim einen ist die Reflexzonenmassage, die Fußreflex zum Beispiel, auch wirksamer. Beim anderen die direkte Massage der Gewebe, Lymphdrainage auch. Eventuell kann mit Einläufen nachgeholfen werden, also gerade bei Leuten mit Migräne oder mit Hämorrhoiden oder Bauchkoliken, da ist es gut. Und zwar nehme ich da gern dieses Klyso, empfehle ich. KLYSO. Und mit dem lässt sich sehr einfach die Menge an körperwarmen Wasser bitte steuern, ob wir jetzt ein Viertelliter oder ein Liter dann einbringen, je nach Bedarf, und dadurch der Darm reinigen. Da kann ein Migräneanfall sofort unterbrochen werden, weil diese Fäulnisgifte, die im Dickdarm dann liegen und nicht weitergehen, dann ausgespült werden. Und dann kann das sofort Erleichterung bringen. Säuberung passiert aber auch, nächstes Bild, durch die starke Anregung der Speichel- und Verdauungssäfteproduktion, durch das sehr, sehr übertriebene Kauen. Also das ist eine ganz wichtige Komponente bei der Meierkur, weil wir kennen ja die Ausscheidungsfunktion der Niere. Und es ist auch oft im Gespräch, dass auch Haut ausscheidet, ausscheiden hilft. Und dass die Leber auch wichtig ist dabei. Aber dass Magen und Darm aktiv, wenn wir jetzt mal annehmen, eine 20 cm Kotwurst, und das ist jetzt mal willkürlich gesagt, das kann hin und her schwanken, die Hälfte davon ist nicht, was von der Nahrung übrig geblieben ist, sondern die Hälfte davon ist aktiv ausgeschiedener Abfall, Schlacke, Asche quasi von Verbrennungsprozessen aus dem Gewebe. Das heißt, unsere Darmausscheidung wird zu einem erheblichen Teil aktiv produziert. Und das hängt damit zusammen, dass der Darm ein Stück weit wie die Niere arbeitet. Es wird, und das sehen wir auf der Folie, eine große Menge, wenn wir alles zusammenrechnen an Speichel, Magensaft, Galle, Bauchspeichel, Drüsensekret, Darmsaft ausgeschieden. Das können 10 Liter sein, eventuell sogar noch mehr. Aber was kommt hinten raus? Das wird ja alles wieder bis auf eine kleine Menge zurückresorbiert. Aber mit der Ausscheidung der Speichel- und Verdauungssäfte wird auch Müll mit in den Darm ausgeschieden. Und der wird im Darm zurückbehalten.
Ich wiederhole nochmal, das ist die sogenannte Nierenfunktion des Darms. Dann haben wir noch den dritten Kurfaktor, die Schulung. Bei der Schulung legen wir Meierärzte großen Wert drauf, dass die Patienten mehr sich bilden bezüglich der gesundheitlichen Selbsthilfe über die Zusammenhänge der Organe, Organfunktionen und ihrer Gesundheit und da wieder den Zusammenhang mit der Lebensweise oder mit ganz bestimmten hilfreichen Maßnahmen. Also das alles ist ein wesentlicher Faktor, ich sage jetzt mal, der äußeren Schulung, der Vermittlung von Informationen oder Festigung und Ausbau der Informationen. Oft sind ja Informationen schon da. Es ist aber zum Teil auch eine sehr handfeste Schulung der Funktion der Organsysteme und des Organismus insgesamt. Das heißt, wir trainieren quasi Organe und Organismus wieder mehr in Richtung Gesundheit. Das eine von diesem Training hat mit Verhalten zu tun. Das heißt, wir können uns in der Meierkur deutlich trainieren auf mehr in Ruhe essen, besser kauen. Nicht mehr das Essen mit dem Getränk runterspülen, sondern mit dem Speichel. Kleine Bissen nehmen. Zeitig aufhören. Meine Großeltern haben mir gesagt, Jung, hör auf, wenn es am besten schmeckt. Das wollte ich nicht hören. Das ist doch der Zeitpunkt, wo es am schwierigsten ist, aufzuhören, habe ich mir gedacht. Nee, das haben sie mir, ich glaube, 100 Mal gesagt. Der Schlüssel dabei ist, dass wir über die Meierkur eine deutliche Chance haben, wieder mehr an unsere eigentlichen körperlichen Lebensbedürfnisse und auch Ernährungsbedürfnisse heranzukommen, weil wir da besser wahrnehmen, wenn wir mal so eine Diät deutlich bewusst übertreiben. Und dann auch der Umgang mit der Flüssigkeit, das ist auch ein wesentlicher Faktor der Meierkur, dass wir erstens mal darauf achten, zur richtigen Zeit zu trinken, eben nicht beim Essen, und oftmals ist es günstig, auch nach dem Essen noch eine halbe Stunde, Stunde zu warten und einfach wach, aufmerksam zu sein, wann ist jetzt Flüssigkeit erforderlich, ne? Und dann kann es sein, dass wir brauchen und brauchen und brauchen und dann trinken wir 1, 2, 3 Liter, je nachdem, was wir machen und wie wir den Tag gestalten. Wenn ich einen Vortrag habe, da kann es sein, dass ich 2 Liter brauche. Heute brauche ich relativ wenig. Also 2 Liter zusätzlich, ne? Ansonsten Trinkmenge. Das schwankt, hängt davon ab, was wir essen, ne? Je mehr wir essen, je festeres wir essen, umso mehr brauchen wir Flüssigkeit, damit das auch verarbeitet wird. Wenn wir sehr flüssigkeitshaltiges essen in größerer Menge, auch gerade im Sommer, was weiß ich, kann es schon sein, dass mal eine ganze Gurke weg ist und noch 3 Tomaten und noch wasserhaltiger Salat, und das enthält auch alles Flüssigkeit. Dann brauchen wir trotz der sommerlichen Hitze möglicherweise kaum was zusätzlich trinken. Aber so ungefähr
Wenn jemand landläufig lebt, 1,5-2 Liter, das ist ganz gut. Mal im Durchschnitt der Erfahrungswert, den ich dazu sage, was am Tag an Flüssigkeit gebraucht wird. Nächstes Bild. Schulung jetzt speziell des Darms bezüglich seiner Funktion. Das kann unterstützt werden durch die Bauch-Eigenbehandlung. Ich mache immer wieder Kurse, jetzt im Frühjahr nicht, aber im Herbst habe ich dann vor, wieder einen zu machen. Und da machen wir dann miteinander, üben wir die Bauch-Eigenbehandlung ein. Wo wir durch eine Übung den Darm immer wieder sanft anstupsen, sich besser selber zu reinigen, abzuschwellen, wo er zu lasch ist, wieder Spannung aufzunehmen, wo er verkrampft ist, locker zu lassen. Und dazu hilft, habe ich vorhin schon gesagt, auch die ärztliche Bauchbehandlung. Aber ganz wichtig ist die Bauch-Eigenbehandlung, weil das ist eine Schulung, die können wir jeden Tag selber machen. Früh, mittags und abends und so immer wieder. Allein wenn ich jetzt so dastehe und habe meinen Bauch mal eine Weile angespannt, 20 Sekunden, und lasse dann los. Das ist schon ein Reiz im Inneren auf den Darm. Und wenn ich jetzt wieder anspanne, das sind so Übungen, wenn Sie flach am Boden liegen und heben die Füße etwas an und lassen heben die Beine etwas an. Ich komme aus dem Schwabenland bei uns, da geht der Fuß bis zur Hüfte. Also das werde ich wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende nicht rauskriegen. Beine 10 cm angehoben und belassen, dann haben wir eine Bauchdeckenspannung. Und da bleiben wir 10 Sekunden, 20 Sekunden und dann lassen wir wieder ab. Das wirkt auch auf den Darm. Ne? Solche Übungen oder dieses Grätschen und dann Scheren, kennen Sie alle. Ne? Das sind Übungen, die begleitend lebenslang gut sein können. Ein anderer Faktor, und das sage ich auch dazu, wenn eine Meierkur gemacht wird, vor allem wenn es eine intensive ist, es ist wichtig, auch die Schwankungen und die Reinigung im Gefühls- und im seelischen Empfinden zu berücksichtigen. Und da rate ich grundsätzlich, dass die nahen Menschen in Kenntnis gesetzt werden, dass das sowas sein kann. Dass der Papa, Mama, Frau, Mann oder Kollege, Kollegin mal 2-3 Wochen anders beieinander sein können als gewohnt, empfindsamer oder manchmal auch aggressiv, reizbarer. Es kann dies und jenes oder auch niedergedrückter. Es kann dies oder jenes aufbrechen, was geheilt, was bearbeitet und auf diese Weise aufgelöst werden will. Ich rate grundsätzlich, das als Chance zu sehen und sich nicht davon beängstigen zu lassen. Und das Wichtige dabei ist, dass wenn die anderen das wissen, dass sie das mit einberechnen können und mit der, das ist schon so gut wie eine Garantie, dass das wieder weggeht und dass das hinterher dann besser ist als vorher. Dass da nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychische und sowohl geistig als auch emotional stabilisierende Wirkung stattfindet durch die Meierkur. Das ist das Schöne. Es kann allerdings sein, dass wir dadurch auch unbequemer werden, weil wir uns mehr trauen. Also wenn wir durch die Meierkur auch im Emotionalen gesunder werden,
heißt das nicht unbedingt, dass wir uns dann im weiteren Verlauf bei Menschen, wo dies oder jenes an Problemen gewesen sind, beliebter machen. Aber wir haben mehr Chancen, weil wir mehr Überblick über die Register haben, die wir auch zur Lösung, zur Bearbeitung von sowas, von solchen sozialen Dingen verwenden können. Wir können uns dann besser behelfen. Also, nochmal wiederholt, die seelische Regeneration, hier sehen Sie es im Bild, ist ein wesentlicher Faktor der Meierkur und deswegen auch die Schonung, weil das braucht manchmal einfach Zeit oder Ruhe oder einen Spaziergang an dem schönen Ort. Und wenn wir das mit einberechnen, dann können wir auch schon von Anfang an den Nutzen, den das mit sich bringen kann, innerlich begrüßen. Nächstes Bild. Krisen können sein. Ich mache in meiner Praxis mit den Leuten die Meierkur so mild, dass nach menschlichem Ermessen auch die Krisen, wenn sie kommen, mild sind. Aber es lässt sich nicht immer verhindern, dass nicht auch mal steinige Strecken sind. Und was passieren kann, ist einfach, dass sich bemerkbar macht, dass im Körper dies oder jenes einfach im Augenblick in Unordnung ist, ne? Dass Schmerzen, die sowieso schon da sind, dass die in den ersten 2-3 Tagen stärker sind. Möglicherweise, weil die Sinneswahrnehmung dafür geschärfter ist in diesem Zustand. Manchmal auch, weil zu dem Gift, was sowieso schon im Körper zirkuliert, dann hier oder da aus dem Gewebe noch zusätzlich was an Gift ausgeschieden wird. Das lässt sich nicht immer ganz verhindern. Was noch sein kann, ist, dass alte Sachen sich wieder zeigen. Wenn wir Wunden haben, die vernarbt sind und die Narbe ist nicht ganz ausgeheilt, dann kann da sich wieder was regen. Das ist auch im Zahnbereich möglich. Da ist es dann ein wichtiges Diagnostikum, dass der Zahnarzt dann mit dran geht und da zum Beispiel einen Eiterherd an der Wurzel ausschaltet, ne? Der möglicherweise Jahre, Jahrzehnte lang Gelenke lahmgelegt hat oder andere Organe sehr stark beeinträchtigt hat. Und wenn der dann aufbricht und auffindbar ist und ausgeschaltet wird, dann kann auch der Gelenksbereich oder das entsprechende Organ, das belastet war, sich wieder erholen. Ich meine, ich möchte mal zusammenfassend sagen, bezüglich der Krisen, mein grundsätzlicher Rat ist, sich erstens mal nicht durcheinander bringen zu lassen, wenn komische Symptome auftreten. Und die Erfahrung ist, dass die allermeisten Symptome nach ein paar Stunden wieder verschwunden gewesen sind. Und wenn ich bei jemand damit rechne, ich meine, ich sage sowieso immer, wenn was ist, wo Sie Rat brauchen, rufen Sie mich an. Aber wenn ich bei jemand damit rechne, oh, eben die eine Patientin, wo ich gesagt habe, als Beispiel jetzt, wo die sehr starke Vergiftung bekannt gewesen ist. Wir sind in engmaschigem Austausch jeden Tag gewesen. Und da war es mir wichtig, wenn ich dann gemerkt habe, hoppla, da ist ein Holperstein, dann haben wir sofort noch was Zusätzliches, entweder mit einem Einlauf oder mit
Infusion oder mit bestimmten Mineralstoffen gemacht, dass sie über diese Zeit gut hinweggekommen ist. Aber insgesamt, wenn jemand entweder gesund und das Ganze zur Vorbeugung, zur Gesundheitssicherung das macht oder nicht allzu krank ist, brauchen sie vor den Krisen keine Angst zu haben. Die Kaffeetrinker haben oftmals ein, zwei Tage Kopfschmerzen. Das ist einfach Kaffeeentzug. Das gibt sich auch allermeistens schnell und gut wieder. Nächstes Bild. Wie lang soll es gemacht werden? Es kommt immer darauf an, wie viel zu tun ist. Nur wenn wir die Häuser angucken in Bautzen, manche, die sind einfach so gebaut, dass wenig es dran zu machen gibt. Manche sind aus irgendeinem Grund, vor allem wenn sie vernachlässigt gewesen sind, sehr marode. Da kann das eine Riesenarbeit sein. Für einigermaßen gesunde ein, zwei Wochen im Jahr ist, man kann sagen, eine gute Langzeitvorsorge. Also ich selber mache 2 bis 3 Wochen im Jahr. Und für jemand, der schwer krank ist, da kann es gut sein, das gestaffelt zu machen. Eine Patientin habe ich gehabt, die sollte an der Hüfte operiert werden und dann sind wir übereingekommen, dass das auch so geht. Dann hat sie 4 Wochen gemeiert. Nach einem halben Jahr kam sie wieder 4 Wochen. Nach einem Dreivierteljahr kam sie wieder, nochmal 4 Wochen. Und dann hat sie sich Stück für Stück, weil oft ist dann die Disziplin weg und dann ist es Quatsch, sich weiter zu quälen oder wenn ich dann die Leute versuche, weiter vorwärts zu peitschen. Nee, dann ist erstmal gut. Wieder das integrieren, eingliedern ins Leben, was neu gelernt worden ist. Und dann, nach einer gewissen Zeit, dann wiederzukommen und wieder intensiver weiterzuarbeiten. Weil bei der war das Gelenk wirklich sehr kaputt. Ne? Und da war es wirklich gut, dass die noch 2-mal intensiv dran gegangen ist. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, das ambulant oder stationär zu machen, wobei das ist eine Typenfrage. Es gibt manche, die können zu Hause sehr schwer diszipliniert sein. Hängt manchmal auch mit der Familie zusammen, weil sie da wenig Rückhalt haben oder sehr viel Versuchung und da ist dann besser, die gehen stationär. Und wenn jemand schwer dran ist, dann ist es oft eine Ermutigung, da die Unterstützung der anderen Patienten zu haben, denn da sitzt in so einem Meier-Sanatorium, jeder vor seiner Semmel und seinem Milchdöppel oder seinem Joghurt, heute immer mehr Milch wird weniger und weniger vertragen, deswegen Joghurt dann. Deswegen, wenn da einer anfängt zu jammern, dann sagen sofort die anderen, was jammerst du denn? Wir machen es doch genauso. Und wenn der heute der Kopf wehtut, morgen ist es wieder vorbei, wirst sehen. Da wird dann sich gegenseitig aufgebaut. Das ist auch ein schöner Faktor. Nächstes Bild. Dann die Überleitung. Also es ist nicht so, dass wir am einen Tag noch die Semmel und die Milch essen und am nächsten Tag dann. Ich war gestern in der Arbeitsgruppe im Lokal und da war das dicke Schnitzel und die in der Fritteuse gemachten Kartoffeln da auf dem Teller. Also das wäre nicht, was unmittelbar nach der Intensivdiät. Ne, das kann sein, dass das schlimm endet. Wirklich, dass das ein Kollaps der Verdauungsorgane bis hin zur Lebensbedrohung oder sogar zum
zum Tod führen kann. Ist einfach wichtig, dass solche Sachen mal bewusst ausgesprochen werden, weil ich war in der Fastenklinik und da haben es manche wohl wirklich fertig gebracht, dass sie ein paar Tage gefastet haben und dann sind sie in die Stadt, ins Städtchen und haben sich ins Café gesetzt und haben sich zwei Torten reingehauen. Ne? Also das ist, wie soll ich sagen, es ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Aber das Problem von der Fastenklinik, das hat mal jemand sehr schön gesagt, Fasten kann jeder Doofe. Aber diszipliniert essen, ne? Das heißt, er hat das angesprochen, was wirklich bei uns so ist, wenn wir die Finger vollkommen von was lassen müssen, das geht sehr oft in verschiedenen Bereichen. Aber wenn wir mit dem Alkohol, typisches Beispiel, aber mit etwas, wo wir Schwierigkeiten haben, wenn wir es haben, gut umzugehen, das ist für viele eine Meisterleistung. Und deswegen die Überleitung als wichtiges, schrittweises Gewöhnen, dann wird dann immer mehr an Auswahl gegeben in der Überleitung und immer reichhaltiger essen wir und dann zählen wir nicht mehr mit dem Kauen. Wir achten schon auf sorgfältiges Kauen, aber diese Zählerei hört dann auf. Und dann pendeln wir uns auf ein Alltagsbedürfnis, auf eine Alltagsportion wieder ein und sichten im günstigen Fall, ob das, was wir vorher gemacht haben, auch wirklich weiter so günstig ist. Oder ob wir was ändern. Dazu ist die Überleitung da. Es gibt eine schöne Regel, die mein einer Lehrer aufgestellt hat. Der hat das so richtig schön verdeutlicht, weil das Jahr ja 365 Tage hat. Da hat er gesagt, wenn ihr es schafft, an 300 Tagen konsequent zu sein und wirklich euren Bedürfnissen entsprechend zu leben. So viel wie ihr braucht, das, was ihr braucht, was euch auch gut tut. Ne? Und an 60 Tagen macht er mal eine Ausnahme. Das ist dann der Sonntagskaffee und ein Stück Kuchen dazu, zum Beispiel. Oder eine Einladung und da gibt es dann auch mal ein Dessert und ein Glas Bier und oder Wein. Und an 5 Tagen lasst das so richtig krachen. Das sind dann die Feiern, Hochzeit. Biegt sich der Tisch vor lauter Essen und allem Möglichen, was durchaus heftig das Verdauungssystem fordern kann. Wenn er es so macht, dann werdet ihr dann 90 und euch geht's gut. Und wenn er es so macht, dass er an 300 Tagen dies und jenes zusätzlich macht, was belastend ist. 300 Ausnahmetage. An 60 Tagen lasst das so richtig krachen. Und an 5 Tagen seid ihr auch mal brav. Euren Bedürfnissen entsprechend. Das ist nicht so richtig eine gute Langzeitvorsorge. Weil es so wichtig ist, letztes Bild, bezüglich Esskultur habe ich noch ein extra Bild. Was meinen Sie? Das ist der Ernährungsvortrag in ganz, ganz Kürze. Was meinen Sie, was das größte Problem bei den allermeisten ist bei der Ernährung? Könnten wir meinen, das größte Problem, wir kommen noch aufs Fettreiche. Wir kommen noch aufs Fettreiche, sage ich. Das größte Problem, zu sehr im Stress, in welcher Form auch, zu sehr reingeschlungen, reingestopft, mit Nachrichten noch dabei, wieder Krieg, Kriegsmeldung hier oder dort, oder was weiß ich, junges Mädel verschwunden, Suchaktion, Schreckensmeldung auf jeden Fall. Also, zu schnell und ich möchte nur sagen, zu
angespannt. Und dadurch ergibt sich die Lösung des Problems, was heute in unserer Überflussgesellschaft auch ein Problem ist, richtig Maß halten zu können. Dadurch ergibt sich natürlich auch oft, wenn wir dieses zu schnelle, zu gestresste in den Griff kriegen, kriegen wir oft auch das zu viel in den Griff. Und bei uns zu Hause hat es dann geheißen, wenn wir noch auf andere Dinge vom Ernährungsverhalten zu sprechen kommen: Schlecke zwischendurch, verdirbst du doch den Appetit, Kerle. Das habe ich mir auch bestimmt hunderte Male als Kind angehört. Und dann kam das Milky Way bei uns im Westen auf. Das war so der erste Riegel, der industriemäßig auf den Markt geworfen ist, worden ist. Ne? Milky Way, damit hat es angefangen. Und da wurde geworben, verdirbt nicht den Appetit. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Natürlich hat es den Appetit verdorben. Und dieses oft Essen und zwischendurch Schlecken, das ist auch ein Phänomen unserer Zeit. Also bei uns war früher Arbeit so organisiert, da wurde einfach gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und irgendwann gab es dann mal Vesperpause, da haben wir wirklich Hunger gehabt, weil körperlich sich viel bewegt worden ist und verbrannt worden und dann ist wieder gearbeitet worden und gearbeitet worden und gearbeitet, aber dass dann zwischendurch die Brezeln und die Nusshörnchen und dies und jenes und die Schokoladentafel und Pralinenschachtel gekreist ist, das war vor 40, 50 Jahren nicht. So wie ich es heute oft erlebe. Ne? Oft essen, zwischendurch essen, das ist wie jemand bei der Arbeit nicht fertig werden lassen, sondern immer was Neues auf dem Schreibtisch dazulegen. Und das eine müsste mal abgeschlossen werden, der eine Verdauungsvorgang. Und dann haben wir noch was. Das ist bei meinen Großeltern undenkbar gewesen. Spätabendessen? Nee. Wo sie dann in Rente, wo mein Großvater in Rente war, da wurde 17 Uhr Abend gegessen. Dass wir leichten Magens ins Bett gegangen sind. Und bei wie vielen ist es so, und auch gerade mit den Medien, mit dem Fernsehen, mit dem Computer, die Verführung, dann bis Ultimo aufzubleiben und dann spät auch zu essen und dann noch was zu schlecken und irgendwelche Crackers und Süßwaren und so weiter. Und das Späte wirkt dermaßen belastend auf den Stoffwechsel und aufs Hormonsystem auch. Und jetzt sind wir endlich beim Fertigen. Also was ich sagen will, es ist ein Problem, dieses Frittierfett, nicht das wunderbare, heilkräftige Leinöl oder sonstiges bio-kaltgepresstes Öl, aber das Fett eben in der Schweinewurst und in den Sachen aus der Fritteuse, ja, das ist ein Gesundheitskiller. Aber die anderen Sachen sind noch viel dramatischer, weil ich bringe da gern so ein Beispiel. Wenn jetzt jemand an der Currywurstbude steht und ungesunde, aus Massentierhaltung eine Currywurst ganz genüsslich und mit Dankbarkeit isst und dann zwitschern die Vögel und er kaut gut, ja, dem geht es viel besser nach 10 Jahren, als wenn jemand das gesündeste Müsli und dann vielleicht noch irgendwelche Kriegsnachrichten und Streit am Tisch und Hektik und Sorge. Der verdaut kein bisschen davon, so wie es sein soll. Das wird. Da ist die Katastrophe vorprogrammiert. Ja, das ist noch so ein bisschen Ausblick auf einen Ernährungsvortrag.
Ich schließe hiermit mal den Vortragsteil ab. Dann schalte ich nämlich das Gerät auch aus. Danke für die Aufmerksamkeit, auch für die, die sich jetzt auf YouTube angeschaut haben.